Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Implantatstiftung Schweiz, die Beratungsinstanz für Zahnimplantate. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Violier, mehr als Labormedizin. Bei mir geht das Schlucken gut. Es gibt aber ganz viele Leute, die haben Probleme mit dem Schlucken. Und über das reden wir heute. Grüezi miteinander, schön sind Sie bei uns. Schlucken Sie mal leer. Und stellen Sie sich jetzt vor, das geht nicht mehr. Das kann tatsächlich passieren bei verschiedenen Krankheiten, zum Beispiel nach Schlaganfall. Döni Stegmeier aus Rorschach erleidet im April einen Schlaganfall. Nach einem Spitalaufenthalt wird die 76-Jährige sowohl mit einer halbseitigen Lähmung als auch mit einer Sprach- sowie einer Schluckstörung zur stationären Rehabilitation in die Rheinburg-Klinik Walzenhausen überwiesen. Herr Woblenka, die dicke Sache schlucken, aber die Töne sind gut gegangen. Das Schlucken ist ein komplexer Vorgang, der von verschiedenen Zentren in Großhirn und Hirnstamm gesteuert wird. Für einen reibungslosen Ablauf ist das Zusammenspiel von über 30 Muskelpaaren nötig. Die Zunge formt die zerkaute Nahrung zu einer schluckfertigen Portion, einem Bolus. Diesen transportiert sie danach in den Rachen. Durch Heben des Gaumensegels wird der Nasenrachenraum nach oben geschlossen, damit keine Bolusteile in die Nase gelangen. Der Kehlkopf verschließt die Luftröhre. So kann die Nahrung durch die Speiseröhre in den Magen transportiert werden. Verschließt der Kehldeckel die Luftröhre nicht, kann Nahrung in den falschen Hals, in die Luftröhre gelangen. Chefarzt Dr. Martin Rutz erklärt, wo Dönis Stegmeier im Mundbereich Probleme hatte. Wo sie ein bisschen Mühe hatte, das ist zum Beispiel mit den Zungenbewegungen. Da hat sie noch ein bisschen so gemacht. Und das muss man ja, die Zunge braucht man, um einen Bolus, also eben den eigentlichen Bissen, zum Formen. Und das Zweite, wo man die Zunge braucht, ist, um den Bissen nachher hindern zu transportieren, bis an die Rachenwand hindern. Und dort hat sie schon Mühe gehabt. Und dann hat sie das nicht mehr richtig hindern gebracht, wegen der Zunge. Und dann ist aber auch der ganze Schluckapparat, der läuft ja eigentlich reflexartig ab. Der war auch gestört. Und durch das hat sie natürlich zu wenig zu essen bekommen und auch zu wenig zu trinken. 8 Wochen wird Dönis Stegmeier stationär therapiert. Ihr Rehabilitationsziel? Wieder beschwerdefrei schlucken und damit auch wieder selbstständig in Gesellschaft essen zu können. Dennis Stegmeier hat also Schluckstörungen wegen einem Schlaganfall gehabt. Bei Werner Bernecker, der heute bei uns ist, war die Ursache ganz etwas anderes. Sie hatten einen ganz schweren Tumor an der Luftröhre. Ja. Sie sind im Koma gelegen. Als sie aufgewacht sind, haben sie weder reden noch schlucken. Jetzt sind sie über den Berg, Herr Bernecker. Wie geht es Ihnen? Ja, im Großen und Ganzen geht es mir gut. Ich kann das Essen wieder geniessen, kann wieder trinken. Und ich kann mich auch wieder verständigen mit Schwätzen. Mhm. Jetzt wollen wir Ihre Situation noch genauer anschauen, Herr Dr. Rutz. Können Sie uns das erklären? Wir haben ein Bild dazu. Man sieht die ganz gross rot oben, das ist die Zunge. Und dann hat sie so einen schwarzen, wie einen grossen, schlauchförmigen Raum. Der geht die Luft durch. Und das gelbe Kreis, das war der Tumor von Herrn Bernecker, wo die Luftröhre, wie man sieht, fast vollständig verleiht hat und so zu Atemnot geführt hat. Mhm. Aber die Schluckstörungen sind wegen etwas anderem? Ja. Man hat dann im Kantonsspital St. Gallen hat man den Tumor rausoperiert. Und dann hat es anschliessend Wundheilungsstörungen gegeben und ein bisschen Infektionen. Und dann hat der Herr Bernecker einen künstlichen Eingang hat im Luftröhre Schnitt und dann so eine Kanüle. Mhm. Und die Kanüle führt dann dazu, dass man nicht mehr schlucken, aber auch nicht mehr reden. Mhm. Das, wenn wir auf dem Nicht-Schlucken können bleiben, Herr Bernecker, wie schlimm ist das? Man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen. Ja, das ist schlimm. Du kannst nicht einmal den eigenen Speicher abschlucken. Mhm.
Den musstest du rauslassen vom Maul, musstest mit Tüchern und dann auch mit absaugen. Also, das ist ganz unangenehm. Ja, das war sehr unangenehm, oder? Und man ist ja wahrscheinlich dann auch fast ein bisschen konzentriert auf das und will noch mehr schlucken. Ja. Oder ist das nicht so? Wir hätten einen Schluck, aber es ist einfach nicht gegangen. Oder? Das ist eine ganz schwierige Situation. Ja. Jetzt bei Ihnen war es ein Tumor. Das ist eigentlich eher eine seltene Ursache. Was sind häufige Ursachen für Schluckstörungen? Ja, wie Sie es schon gesagt haben, am Anfang der Schlaganfall. Also ein Patient nach einem Hirnschlag kann häufig bis zu 50% nicht mehr schlucken. Lehrt das aber wieder. Und dann Patienten mit Parkinson-Erkrankung zum Beispiel, die haben im Verlauf der Krankheit bis zu 80% haben sie Schluckstörungen. Und dann gibt es viel mehr, als man glaubt, auch im Alter. Jawohl. Und die Folgen sind gravierend. Also zum einen, sie haben ganz stark abgenommen, glaube ich, gell, ja. Sie? Ja, 10 Kilo habe ich verloren. 10 Kilo haben sie verloren. Aber es gibt noch andere Folgen. Wir haben eine Grafik dazu, Herr Rutz. Zu wenig Essen kommt zu eben Mangelernährung. Aber man hat natürlich auch zu wenig Flüssigkeit. Dann tut man austrocknen. Und durch die beiden Sachen hat man zu wenig Nährstoffe, zu wenig Kalorien. Und das führt am Schluss zu einer ganz generellen körperlichen und aber auch geistigen Leistungsfähigkeit, die man dann reduziert hat. Und wie Sie sehen, als Drittes noch, wenn jetzt ein falscher Bissen oder auch Flüssigkeit allenfalls in die Lunge gelangt, kann es zu einer Lungenentzündung führen. Und das kann unter Umständen ganz heikel sein, gerade wenn man älter ist. Und wir kommen jetzt wieder zurück zu Dennis Stegmeier, der Schluckstörungen wegen einem Schlaganfall hat und wollen wissen, wie sie behandelt worden ist. Eins Mittag mit der Familie, Kaffee und Kuchen mit Freunden, Anstoßen am Geburtstagsfest. Ganz alltägliche Situationen. Für Patienten mit Schluckstörungen sind sie nicht möglich. Soziale Kontakte fallen weg. Die Lebensqualität verschlechtert sich. Sehr weich gekochtes Gemüse und fein zerhacktes Fleisch. Als Dennis Stegmeier nach ihrem Schlaganfall in die Klinik eingeliefert wird, kann sie nur superweiche Kost essen. Ich konnte ganz kleine Portionen essen. Heisst zweimal kauen und dann können abschlucken. Wasser kann ich nicht können trinken. Es müsse dickflüssig sein. Eine Videoendoskopie gibt Aufschluss darüber, welche Funktionen bei Dennis Stegmeier gestört sind, was trainiert werden muss und welche Auswirkungen dies für die Verabreichung der Nahrung hat. Die Logopädin zieht einen flexiblen Schlauch, der mit einer Kamera versehen ist, in die Nase ein. Sie testet, ob die Schutzreflexe Husten und Räuspern kräftig genug sind. Danach muss die Patientin Verschiedenes schlucken. Zum Beispiel Brot mit und ohne Rinde, Apfelmus, Banane, normales Wasser und eingedicktes Wasser. Also bei der Frau Stegmeier ist das Problem gewesen, dass wenn sie unverdickte Flüssigkeiten, also Wasser, getrunken hat, dass ihr das so schnell nach hinten gelaufen ist und daran hat sie sich verschluckt, weil der Schluckreflex zu spät ausgelöst wurde. Das Wasser war bereits schon im Racheneingang, also im Additus laryngis, und ist schon Richtung Luftröhre gelaufen. Und dann haben wir eine Haltungsänderung versucht. Das heißt, dass sie mit dem Kinn leicht zur Brust schauen sollte und dann kräftig schlucken. Ein interdisziplinäres Team, bestehend aus Pflege, Ernährungsberatung und Küche, stellt mittels der gewonnenen Erkenntnisse aus der Schluckabklärung die Kost für Dennis Stegmeier zusammen. Damit das Rehabilitationsziel, die selbstständige Aufnahme fester Speisen, erreicht wird, muss sie in der Logopädie das Schlucken üben. Frau Stegmeier war der ausschlaggebende Punkt, dass am Anfang sie noch nicht so kräftig husten konnte. Also der Hustenreflex, was ja der wichtigste Schutzreflex ist, nicht so gut bei ihr funktioniert hat. Er war nicht klinisch gesehen nicht kräftig genug.
Jetzt machen wir Übungen für die Wangenmuskulatur. Und erstmal bringen wir sozusagen die Wangenmuskulatur auf Spannung, ja, dass sie angespannt ist. Bei der Frau Stegmeier ist es am Anfang so gewesen, dass, wenn sie gegessen hat, dass in der rechten Wangentasche sich Speisereste angesammelt haben, weil rechts die Wangentasche nicht gut Spannung aufbauen konnte, weil wenn wir kauen, dann sind die Wangenmuskulatur praktisch angespannt und das ist bei ihr auf der rechten Seite nicht. Und deswegen fallen beim Kauen dann Speisereste in die Wangentasche. Dünis Stegmeier macht erste Fortschritte und kann wieder festere Nahrung zu sich nehmen. Im Trainingsspeisesaal übt sie nun Schlucken und Essen in Gesellschaft. Mitarbeiter aus Pflege, Logopädie, Ergo- und Physiotherapie begleiten die Patienten und helfen bei Bedarf. Für uns ist einfach ganz wichtig, dass wir da eine ruhige, entspannte Atmosphäre haben, damit Patienten sich wirklich aufs Essen und Trinken konzentrieren können. Und wir schauen auch, dass sie diese Schluckmuster, die sie in der Therapie lernen, dass sie deine umsetzen können denn bei uns. Und das kann am Anfang so richtige 1-zu-1-Betreuung sein. Zum Beispiel ist es dieses Kinn zur Brust, dieses Chin Down. Das lernen sie in der, in der Sprachtherapie. Und wir üben uns dann üben mit ihnen hier im Säli. Und das Ziel ist immer, also, dass sie selbstständig werden, dass sie einfach selbst essen können wieder. Nach 8 Wochen Klinikaufenthalt hat Dünis Stegmeier das Ziel erreicht. Sie kann nun wieder normal essen und schlucken. Und somit auch im Speisesaal zusammen mit anderen Patienten die Mahlzeiten einnehmen. Herr Bernegger, ist bei Ihnen das Schlucktraining ähnlich gewesen? Das war ähnlich, oder? Mhm. Und wie lange ist es denn gegangen, bis Sie wieder können normal schlucken? Ja, ich würde sagen, etwa gute Woche. Eine Woche. Nach einer Woche haben Sie schon können anfangen schlucken? Kann ich anfangen, ja. Aber und noch keine feste Nahrung, oder schon? Doch, fest, also einfach die weiche Kost, oder? Ja. Und so quasi normal, wie lange ist es gegangen? Ja, das ist 6 Wochen. So. 6 Wochen, ja. 6,5 Wochen, so konnte ich dann wieder normal essen. Und das Erste, was ich bestellt habe, ist Bratwurst mit Zwiebelsauce und Rösti. Bratwurst mit Zwiebeln, der Genuss, ich kann mir das gerade vorstellen. Das war das Größte, oder? Ja, das glaube ich. Und dann ist auch wieder vorwärts gegangen mit meinem Gewicht. Mhm. Ich habe wieder viel zu essen bekommen. Genau, Sie haben sehr viel Gewicht verloren. Ja. Ist das Training immer ähnlich? Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, was die Ursache ist vom Schlucken. Und je nachdem kann das ein bisschen variieren. Zum Beispiel, wenn man eine schlechte Gefühlsstörung, ein Gefühl schlecht ist da hinten, dann muss man ein andere Übungen machen oder auch ein eine andere Nahrung zuerst essen, als wenn man zum Beispiel auch mit dem Muskulaturproblem hat. Mhm. Aber es sind immer Übungen, die vorne im Maul anfangen und dann eigentlich ein Schlucktraining beinhalten. Mhm. Sie haben uns 2 Wasser mitgebracht. Eins ist blau. Mhm. Da sieht man wahrscheinlich, ob etwas irgendwie stecken bleibt. Oder für was ist das? Ja, wenn der Schluckapparat nicht mehr so ganz funktioniert, gibt es so Taschen, wo man kann Speisreste oder eben unter Umständen auch ein bisschen Wasser oder Flüssigkeit und dann sieht man, wo das stecken bleibt. Und dann haben Sie uns auch noch das mitgebracht. Das ist also ein bisschen dickflüssig. Wieso ist das gut? Ich muss gerade mal probieren, wie gut das eigentlich ist. Wieso ist das besser als Wasser? Es ist ein bisschen konsistenter, es ist ein bisschen weniger Schlee. Man spürt ihn ein bisschen besser und es gibt natürlich nicht einen Bolus, aber es gibt ein bisschen mehr Konsistenz, wo man dann einfach besser schlucken kann. Also es schmeckt nicht schlecht, schmeckt nach nichts wie Wasser, einfach neutral, ein bisschen dicker. Genau. Gibt es Sachen, die Sie nicht schlucken können? Also wenn ich einfach meide, sind Nüsse, oder? Nüsse, oder? Ja. Ist das auch etwas, wo man aufpassen sollte mit Sachen, die körnig sind? Ja, ganz richtig. Also alle diese kleinen Sachen, so ein feine Kräutchen oder feine eben so Nüsse oder auch feine Zutaten, z.B. in der Suppe,
die können noch gerne mal stecken bleiben oder kleben bleiben. Die sollte man vermeiden. Mhm. Ja. Manchmal kann man das aber gar nicht mehr lösen mit den Schluckstörungen. Dann braucht es eine Sonde. Wir haben ein paar Bilder dazu. Ich glaube, so eine Sonde haben Sie eine Zeit lang haben Sie das auch gehabt, gell? Sie haben ja eine Magensonde gehabt, oder? Also, eine Magensonde haben Sie gehabt. Die Sonde, das ist eher selten. Bei welchen Fällen kann man denn das nicht mehr lösen, das Problem? Also bei Patienten, die einfach immer trotzdem, dass sie vielleicht ein bisschen wieder gelernt haben, schlucken zu wenig Ernährung bekommen durchs Maul. Mhm. Und auch zu wenig Flüssigkeit, braucht es eine Sonde, um zumindest das ersetzen, wo man nicht können schlucken. Wie viel kann man denn heilen bei Schluckstörungen? Wie viele Patienten? Ja, also wenn man zum Beispiel Schlaganfallpatienten nimmt, sind es fast alle, die sich eigentlich wieder erholen vom Schlucken, wenn sie ganz schwer sind. Oder andere Patienten, wie zum Beispiel solche mit einem Parkinson-Krankheit, ist es etwas schwierig, es nimmt auch eher zu. Mhm. Und dann gibt es solche, die tatsächlich ein Leben lang einfach Probleme haben mit Schlucken. Das gibt es schon auch. Mhm. Nicht können schlucken ist etwas ganz Schlimmes, aber wenn man es dann wieder kann, ich denke, das ist wie eine neue Welt. Ja, das ist wie neu geboren. Schon? Ja, das war so herrlich, als ich wieder feste Nahrung konnte, zu mir nehmen. Und vor allem auch, ich habe gerne Süsses oder so Torte und so Sachen. Ja, das ist geht jetzt alles wieder. Ja. Schön. Vielleicht das Fazit noch zum Schluss, Herr Rutz. Ich glaube, dass man in den letzten, sagen wir, 5 bis 10 Jahren vielleicht die ganze Problematik des Schlucken ähnlich unterschätzt hat. Und heute weiss man auch durch Beweis mit Studien, dass ein Schlucktraining sehr viel bringt. Auch bei den Patienten, die schwer Mühe haben beim Schlucken. Mhm. Und vor allem ist es ein Problem auch im Alter, wo mit dem normalen Alterungsprozess einfach das Schlucken auch schlechter wird. Mhm. Und auch dort kann man etwas machen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Danke schön vielmals, Herr Rutz. Und herzlichen Dank, Herr Bernegger. Schön, dass Sie bei uns waren und alles Gute. Und für Sie daheim haben wir noch eine Checkliste über Schluckstörungen bei uns auf der Webseite und ein Zusatzinterview zu diesem Thema. Es lohnt sich, dort reinzuschauen. Haben Sie gern Pfeffer? Ich auf jeden Fall sehr. Haben Sie aber auch gewusst, dass Pfeffer einen therapeutischen Effekt hat? Der Dr. Albert Wettstein weiß mehr über das Thema. Margret Just verbringt trotz Schmerzen in Händen und Füßen viel Zeit mit der Pflege ihres Gartens. Wahrscheinlich sind ihre Nerven in den Händen und Füßen beschädigt. Eine typische Folge der Zuckerkrankheit, an der sie leidet. Medikamente haben keine Linderung gebracht. Darum hat sie Dr. Wettstein kontaktiert. Er hat sich vor seinem Besuch intensiv mit ihrem Fall befasst. Ich besuche jetzt Frau Jost in Niederrutzwil. Ich will schauen, ob sie tatsächlich eine Nervenschädigung hat und was man machen kann, wenn man Medikamente, die sie verschrieben hat, nicht so gut verträgt. Grüezi, Frau Jost. Dr. Wettstein, willkommen. Gut, kommen wir gerne mit rein, schnell. Frau Jost, Sie haben ja Beschwerden, so eine Art Schmerzen. Ja. Wo sind die vor allem? Also von hier bis da hinten und die Füße auch bis da oben. Jawohl. Und die linke Hand? Beide. Und beide Füße gleich. Beide Füße und beide Hände. Ja. Und in den Händen ist es gleich, alle Finger? Ja. Was ist denn das für eine Art Schmerz, die Sie haben? Ja. Ist es wie Nadel oder wie Brennen? Oder? Ja. Krüseln. Das Kröseln ist das eine. Ja. Und wenn Sie etwas anlangen? Dann ist einfach der Druck da. Jawohl. Aber Schmerz in dem Sinn haben Sie nicht. Ist nur das Kröseln? Nein, es gibt schon Schmerzen. Was ist denn das für Schmerz? Das Kröseln ist das eine. Ja. Und was ist denn der Schmerz? Ja, der ist jetzt einfach gekommen, bis dahinter. Also wie ein Händchen? Ja. Ein ganzes Händchen. Ja. Und da ist gleich wie da? Ja. Da gleich wie da? Ja. Das, was Sie haben, ist ja in den beiden Händen und in den beiden Füßen, ja, wie Socken und Händchen, oder? Ja. Genau. Das ist absolut typisch für eine Nervenschädigung durch den Zucker. Mhm. Also Neuropathie nennt man das. Ja. Periphere Neuropathie. Mhm. Socken- und handschuhförmig. Die Beschwerden kann man mit zwei Arten behandeln. Einerseits mit antiepileptischen Medikamenten und andererseits hat man jetzt die neue Erkenntnis gewonnen, dass, wenn man Pfeffer auf die Haut bringt, wird der aufgenommen von den Nerven,
bis zum Rückenmark transportiert, bis vor dem Rückenmark transportiert und dann wird dort der Schmerz blockiert. Deshalb empfehle ich Ihnen das Anwenden von so einer Salbe. Beide Hände, beide Füße einstreichen, viermal im Tag und nach einer Woche, zwei, sollte es deutlich besser sein. Ja, das wäre schön. Und der Vorteil von der Salbe natürlich gegenüber dem Medikament ist, dass man viel weniger Nebenwirkungen hat, was das Gleichgewicht angeht, Müde und solche Sachen. Und ich glaube, das rendiert sich, das einmal gut zu probieren. 60% von allen Leuten haben eine markante Linderung der Beschwerden. Ja, wahr? Ja. Ich hoffe, man gehört zu denen. Ja. Wer Medikamente nicht gut verträgt, gegen Beschwerden von einer Polyneuropathie bei Diabetes, der soll doch einen Versuch machen mit einer Pfeffercreme, die man viermal im Tag einstreichen tut. Wenn auch Sie einen Besuch von mir mit dem Kameradin möchten, melden Sie sich bei uns auf dem Telefon 044 512 8 444. Durchfall, das hat jeder schon einmal gehabt. Und es kann auch immer wieder einmal passieren. Darum ist es wichtig, dass man weiß, was gegen Durchfall wirkt. Und lustig ist, wie unterschiedlich Durchfall benannt wird. Wenn man den Schiesser hat, ganz auf Berndeutsch gesagt. Du Schweiz sagen wir sind nachher Sprachgrenzen. Das heisst zum Beispiel Durchpfiff, oder? Oder dünn. Durchfall sagen wir auch. Also innerhalb der Familie sagen wir dann mehr so Flitzekacke. Ja, das habe ich schon auf Reisen. Ein Bruder von mir, der war fast umgekommen, sind die in der Zeit. Vom Durchfall oder Diarrhoe spricht man, wenn pro Tag mehr als drei wässrige oder breiige Stühle auftreten. In der Schlossapotheke in Laupen hat der Apotheker Beat Witwer einen Tipp, wie man bei Durchfall wieder zu Kräften kommt. Durchfall ist das, was man am häufigsten auf Reisen auflässt. Vermeidet ungeschälte Früchte, Salat, nehmt Mineralwasser, dann seid ihr relativ gut geschützt. Und sonst nehmt etwas in der Reiseapotheke mit. Und wenn dann gar nichts vorhanden ist, dann gibt es die Gang noch die Drittauslösung, die sich ganz einfach selber zubereiten lässt. Die Drittauslösung die besteht aus einem Drittel Schwarztee, aus einem Drittel Orangensaft und aus einem Drittel abgekochtes Wasser. Dazu kommt hier noch ein Kaffeelöffel Salz und ein Esslöffel Zucker. Das gibt an sich ganz eine gute Lösung. Die ist so gut, weil es nicht einfach reines Wasser ist. Reines Wasser würde bedeuten, dass man das relativ schnell aufnimmt, aber auch relativ schnell wieder abgibt. Das ist das eine. Und das andere, was ganz wichtig ist, dass wir die entsprechenden Mineralstoffe, die wir eben im Übermaß verlieren, dass wir die dorthin mit der Lösung wieder aufnehmen können. Nicht schlecht. Und wir sind wieder am Ende der Sendung. Dankeschön fürs Zuschauen und bis am nächsten Samstag. Wer fit sein will, benutzt heute eine App. Doch auch für die Gesundheit gibt es mittlerweile mehr als 150.000 Apps. Sind diese sicher oder gefährlich? Mehr dazu nächste Woche. Basler Zeitung zeigte Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balchrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Implantatstiftung Schweiz, die Beratungsinstanz für Zahnimplantate. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Violier, mehr als Labormedizin.